Ja, ich gebe zu, ich habe mich zurückgehalten, weil ich geglaubt habe, es geht auch ohne mich. Aber wenn ich mir dieses Kasperltheater momentan anschaue, muss ich leider in alle Richtungen sagen, ihr könnt es von hinten und vorne nicht. Ich kann es von hinten und von vorn. Ja, schauen Sie. Kommen wir zur SPD. Der Chef heißt Lars Klingelbeutel. Den Klingelbeutel werden Sie aber bald auspacken, liebe Steuerzahler. Und der Bayern-SPD ist es wieder mal gelungen, einen außerhalb Münchens vollkommen unbekannten Kandidaten der SPD hinzustellen. Na und nach der Wahl kommt immer der gleiche Satz der bayerischen SPD. Die SPD muss sich sozusagen in der Opposition erneuern. Seit wann erneuert sich die SPD in der Opposition? Die Sozis sind in der Opposition, seitdem die Verschiebung der Kontinentalplatten den Karwendel aufgeschichtet hat. Haben sie sich seitdem erneuert? Und dann die FDP. Mal ehrlich, Hand hoch, wer die gewählt hat. Siehst du das keiner? Ja. Früher haben wir immer gedacht, FDP heißt für die Preisen. Jetzt hat es für den Papierkorb geheißen, wenn man sie gewählt hat. Ja, und dann haben wir zurzeit so viel Spaltung in unserem Land. Und dann kommen die Leute da drauf, sich sozusagen abzuwenden und umzuschauen. Da schauen sich die Alice Weidel an und den Tino Chrupalla, den alten Brandbeschleuniger. Ja, wir müssen endlich hinschauen, was die AfD inhaltlich vorhat. Und nach allem, was ich hören kann und lesen und auch sehen, ist es keinesfalls das, was ich will. Aber ich bin nur eine Stimme. Der Chrupalla, der träumt ja immer noch von einem Anschlag. Ne? Jetzt hat er an alle Labore seine Blutproben gesendet. Aber es ist einfach nichts herausgekommen, außer dass er ein bisschen hohe Harnsäure hat, weil er so viel Fleisch frisst. Na, angeblich ist ihm vor seinem Auftritt in Ingolstadt schlecht geworden. Ja, das ist ja kein Wunder, nicht? Der Mann muss sich ja den ganzen Tag selber zuhören. Ja, ist doch wahr. Ich habe heute mit dem Elton John telefoniert. Also mit dem Elon Musk, ja, Sie wissen schon, der Chef von Tesla, ne? Tesla-Chef. Der hat ja im bayerischen Landtagswahlkampf sich auch Werbung für die AfD gemacht. Der ist ja für nationalistische Ideen sehr gerne zu haben. Ne? Mein Nachbar, ein Grüner, der fährt ja jetzt, also der ist ganz stolz auf seinen Tesla. Und zudem habe ich gesagt, du weißt schon, dass Tesla die AfD unterstützt. Jetzt hat er sich ein BMW-Zeichen auf seinen Tesla geklebt. Du, ich bin einmal mit seinem Elektroauto, bin ich einmal ein paar Kilometer gefahren, da ist alles vollautomatisch. Das Navi läuft mit einem Sprachcomputer, da kann man alles per Sprache eingeben. Aber ich habe mich mit der Dame angelegt, gell? Die hat mich einfach nicht verstanden. Ne? Ich sag, ich möchte nach Weißenburg und sie hat immer Weißrussland verstanden. So ging das immer hin und her. Irgendwann sagt das Navi, ich soll in 50 Metern anhalten, es will aussteigen. Und wenn ich jetzt mir die Freien Quäler anschaue, na, da früher waren die wenigstens noch da, Glamour und Show, bis vor ein paar Jahren gab es bei denen wenigstens noch die Gabriele Pauli, da haben die noch geglänzt vor lauter Lack und Leder. Apropos, wissen Sie, warum Männer auf Frauen in Leder, Lack und Gummi stehen? Ganz einfach, weil sie wie ein neues Auto riechen. Ja. Aber jetzt ist ja nur noch der Aiwanger übrig. Man hat das Gefühl, außer Aiwanger gibt es niemanden mehr als früherer Fernsehrichter und ansonsten nur noch der Aiwanger. Und trotzdem holen die bei der Wahl über 15%. Kein Wunder. Haben Sie mal einen Fernsehspot von den Freien Wählern gesehen? Ein Quadratschädel von einem Landwirt, der, wenn spricht, ist die Hälfte des Satzes unverständlich, der Rest ein rechter Schmarrn. Kein Wunder, dass 15% der Wähler gedacht haben, den wähle ich, der muss von der CSU sein. So. Früher haben wir keine Freien Wähler gebraucht, weil wir noch genug eigene hatten. Danke.